Was geht? Mein Name ist und heute gibt es ein neues Video, denn es ist Sonntag. Heute gebe ich euch 5 Tipps mit auf den Weg, wie ihr bessere und realistischere Gitarrensounds und Melodien hinbekommt. So, fangen wir direkt an. Tipp Nummer 1, Sound Selection, Soundauswahl. Es klingt vielleicht ein bisschen offensichtlich, aber je besser eure Sounds sind, eure Library, desto besser und realistischer vor allem ist der Klang. Bei einer guten Library wurde es halt in verschiedenen Anschlagstärken auch schon aufgenommen und dann gibt es halt noch diese Slides und gerade wenn man schnell spielt und so, werden andere Samples getriggert und so weiter und es klingt dann einfach direkt realistischer und besser. An der Stelle ein paar Empfehlungen für geile Libraries von mir, also Libraries, die ich sehr gerne benutze, zum Beispiel die von Amplesound, Ukulele, da habe ich auch noch eine E-Gitarre und eine Akustikgitarre. Dann zum Beispiel noch gute Libraries für Kontakt gibt es einige. Für Akustikgitarren die Django Gypsy Guitar, finde ich sehr geil. Dann genau noch E-Gitarre, mein Favorite momentan ist der Shredage Archtop Free. Und ich zeige euch auch noch ein paar Beispiele im Laufe des Videos, wie ich die so benutze. Dann kommen wir zu Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 2 ist die Spielweise auf einer echten Gitarre. Also ihr müsst die Gitarre so spielen, also wenn es ein Plugin ist, ne, auf dem Keyboard oder wenn es einklickt, so wie es ein echter Gitarrenspieler machen würde. Ich bin selber kein Gitarrist, ich kann keine Gitarre spielen, die Gitarre da hinten. Sieht man die? Nee. Ich glaube nicht. Ja, es gibt halt ein paar Dinge, die man beachten sollte, wenn man möglichst realistisch klingen will. Hier mal ein Beispiel. Ich habe hier mal eine Gitarre aufgemacht. Das ist hier die eine von Amplesound, von der ich schon gesprochen habe. Ja, hier die Ample Guitar G ist, glaube ich, eine Gibson-Gitarre. Also die Noten von einer Gitarre, wenn man einfach alle Saiten anschlägt, ohne mit der linken Hand irgendwie ja, irgendwas zu greifen, wären ja E, A, D, G, B und wieder E. So. Wenn man jetzt mal eine Gitarre in der Hand hat und diese Saiten anschlägt, ne, und dann links greift, da merkt man, geht die Note immer nur hoch. Also wenn man jetzt zum Beispiel die oberste Saite anschlägt, ihr seht es hier auch auf diesem Plugin, zeigt euch das schön an hier, ne, wenn ich eine Note höher spiele, dann spielt man die hier. So, ne? Das heißt, man kann immer noch hoch gehen. Man kann also tiefer als dieses E kann man nicht spielen, ne, auf einer Gitarre, das geht nicht. So, und so ist halt auch mit den anderen Noten. Sozusagen die tiefste Note der jeweiligen Saite, die man spielen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel einen G-Akkord spielen will, das ist ja G, B und D. Diese drei Noten, so. Dann spiele ich nochmal die Noten von gerade eben ab. So, und dann, wenn ich den G-Akkord spielen will, von E, das ist nicht Teil des Akkords, sondern erst wieder G, dann spiele ich in G. Von A gehe ich auf B. So, das D bleibt. G bleibt, B bleibt, so. Und dann wird man, war man ja hier vorher bei E, man kann ja nicht runtergehen aufs D. Das heißt, die nächste Note des Akkords wird dann wieder ein G. So, so wird man das korrekt auf einer Gitarre spielen. Ich spiele jetzt mal so, wie man jetzt denken würde, dass man das spielt. Und ihr hört schon, das klingt komisch. Ihr seht das hier auch, wenn ich hier das B und dann das D spiele. Das liegt auf der gleichen Seite. Hier bei dem Plugin kann man hier von Standard Mode auf Keyboard Mode gehen. Das heißt, der ignoriert das sozusagen, wie man das auf einer Gitarre spielt. Man sieht ja, das kann man nicht auf einer Gitarre spielen, das geht nicht. Dass beide Noten sozusagen ausklingen, das geht nicht. Man kann immer nur eine spielen. Dann gehe ich mal wieder auf diesen Standard Mode. Und ja, das sind halt so Dinge, die man vielleicht beachten sollte. So, dann kommen wir auch direkt schon zum nächsten Punkt, was die Spielweise angeht. Ihr hört es schon. Man kann ja bei einer Gitarre nicht alle Noten gleichzeitig spielen, wie zum Beispiel auf dem Klavier. Sondern man spielt ja immer sozusagen entweder von oben nach unten oder von unten nach oben. Und es hat halt immer eine Verzögerung. Mal schneller, mal langsamer, je nachdem. Deswegen gerade so ein MIDI-Editor oder so, oder wenn man es einspielt, immer würde ich das immer so einspielen, dass die alle Noten ein bisschen verzögert kommen. Bei FL Studio gibt es, glaube ich, diese Strumming-Funktion im MIDI-Editor. Bin mir aber nicht sicher, weil ich es nicht benutze. Aber das habe ich mal bei anderen Leuten gesehen. Und dann verschiebt er sozusagen immer die nachfolgende Note minimal. Ich zeige das hier gleich noch im Editor.
So, jetzt seht ihr das hier, habe ich das mal nachgebaut. Wenn man jetzt denkt, so, okay, ja, ich will halt einfach Akkorde einspielen, ne? Wie beim Klavier, Keyboard, alle Noten gleichzeitig so, dann klingt es halt so. Aber realistischer wäre halt so. So, ist vielleicht sogar noch ein bisschen zu langsam. Kann man dann noch schneller machen. So, aber so ist halt sozusagen dieses Strumming, ne, von der Gitarre. Ist halt auch was, was man beachten sollte. Es klingt halt einfach deutlich realistischer direkt. Tipp Nummer 3 sind Key Switches und Artikulationen. Also man kann ja eine Gitarre auf verschiedene Arten spielen. Zum Beispiel bei der Gitarre. Man kann halt hier diese ganz normalen Sustain-Noten spielen. Oder halt zum Beispiel so muted. Ne? Und wenn man das halt in einem Plugin hat, kann man halt hier meistens Keyswitches, also man drückt meistens in den unteren Oktaven eine Taste und dann wird ein anderes Sample getriggert vom Plugin. Gibt es auch zum Beispiel das hier. So kann man halt viel mehr Realismus dem Ganzen geben und es klingt halt einfach viel interessanter und viel echter. Hier bei diesem Beat habe ich das zum Beispiel hier benutzt. Hört mal hin. So, ich mach mal die Keyswitches aus. Dann klingt es so. Das liegt jetzt halt auch daran, der spielt die jetzt, also die gemuteten. Jetzt mache ich mal wieder das halt nicht die gemuteten, sondern die ganz normalen. So, und dann hier diese Keyswitches, die ich halt immer hier ein bisschen, je nachdem was halt gerade gespielt wird, ein bisschen andere Samples halt getriggert werden. Also hier hört ihr. Werden gemutet gespielt. Da hier zum Beispiel. Bisschen diesen Slide drin. Ne? Und dadurch wirkt es halt einfach abwechslungsreicher, interessanter. Und ja, und das halt in Kombination zum Beispiel mit der Anschlagstärke, der Velocity, dass halt nicht alles immer gleich stark gespielt wird, sondern so ein bisschen schwächer, mal stärker, kriegt man das halt echt schön realistisch hin, wie ich finde. So im Beat klingt es halt so. Klingt doch sehr realistisch, sind alles keine echten Gitarren, haben hier noch das hier. Habe ich ja auch wieder ein bisschen mit Keyswitches rumgespielt, aber zu der Gitarre komme ich dann noch bei dem nächsten Tipp. So, ich habe kurz auf einen anderen Beat gewechselt. Hier will ich nämlich auch noch was zeigen zum Thema Artikulation und so. Ich spiele mal kurz hier den Beat an und dann erzähle ich was zu der Gitarre. So, es reicht erstmal, weil der Beat ist noch nicht veröffentlicht. Habe ich übrigens zusammen mit Karma gemacht und liebe Grüße an der Stelle. Ja, was kann man sagen? Hier diese Gitarre, um die geht's jetzt. Wie ihr hört, die klingt, finde ich, richtig nice, realistisch vor allem. Und hier habe ich diese Library benutzt, von der ich am Anfang schon geredet habe. Das ist die hier. Bei der Library ist ganz geil, hier das Modulation Wheel, also das Mod Wheel. Ich das runterdrehe. Klingt auch geil, aber wenn man das aufdreht, dann halt macht man hier so ein Vibrato und das bei der Library klingt richtig nice. So, und dann auch noch mit so Pitchband habt ihr vielleicht gehört, ne, dass das so gepitcht wird. Ich mach das mal alles weg. So, hier seht ihr diese Pitchband. Mute ich das mal. Hier Modulation auch komplett runter. So, dann klingt die Gitarre. Also wenn man einfach nur, das ist nur die Noten gespielt.
So. Und jetzt, wenn ich hier das Mod-Wheel wieder reinmache, klingt es so. Klingt schon interessanter, finde ich. Und dann noch mit dem Pitchbremse ist halt richtig geil. Klingt sehr realistisch, wie das halt ein Gitarrist spielen würde. So, und das meine ich halt mit diesen Key-Switches, oder das sind keine Key-Switches in dem Sinne, sondern die Artikulationen, diese Spielweisen von einer echten Gitarre so ein bisschen einzubauen. Gerade dieses hier, das Pitchband, da muss man auch gucken, wann man das pitcht. Wie ihr seht hier zum Beispiel, das fängt ja schon an, bevor die Note hier spielt. Also ich pitch das jetzt nicht erst runter, wenn ich diese Note anschlage, sondern vorher. Das heißt, die Note kommt runtergepitcht rein und wird dann hochgepitcht und dann klingt es halt so. Und das macht es halt echt interessant. Kommen wir zu Tipp Nummer 3. Nee, 4. Tipp Nummer 4 ist das Layern von Gitarren. Also mehrere verschiedene Gitarren benutzen, um einfach ein bisschen das Ganze interessanter und breiter zu gestalten. Ich zeige euch das mal nochmal an diesem gleichen Beat hier. So, ich habe da mehrere Gitarren. So, wie ihr hört, habe ich einmal hier diese Wah-Gitarre da und dann diese Akustikgitarre, die das sozusagen vervollständigt bzw. unterstützt. Kämpft nicht gegeneinander an, es spielt im Prinzip die gleiche Melodie, den gleichen Rhythmus und macht das Ganze auch noch breiter, weil die erste Gitarre, seht ihr, ist nach links gepannt, die andere nach rechts. Dann kommt noch diese Nylon-Gitarre da, die dann wieder links, und habt ihr auch schön einfach verschiedene Gitarren, die gelayert sind und schön breiten Sound ausmachen. Ne? So, jetzt habe ich hier einen anderen Beat. Der Beat heißt Santorini. Ich packe alle Beats aus dem Video, die schon veröffentlicht sind, in die Videobeschreibung. Und ich spiele ihn einfach mal kurz an. Vielleicht einfach mal das Intro, da hört man es schon raus. Das ist genau das, was ich meine mit dem Layern. Ich habe hier drei verschiedene Gitarren und die erfüllen eigentlich sozusagen alle ihren Zweck. Die sind nicht einfach nur da, damit ich ganz viele Gitarren drin habe, sondern ist einmal hier diese Hauptmelodie. Dann ist die gelayert, also genau, es spielt genau das gleiche. Eigentlich ist es auch das gleiche Instrument, die gleiche Gitarre, nur eine Oktave höher gespielt. Und dann noch für den Hintergrund einfach, dass das klingt so ein bisschen weicher und weiter weg. So einfach, gibt noch mehr Textur und Atmosphäre. Und dann kommen noch ein paar weitere Gitarren dazu, hier in der Hook. Das Ganze klingt halt wie eine Einheit und die Melodie und der Bass, und das macht halt irgendwie Sinn vom Rhythmus her, und es baut alles aufeinander auf. Gerade hier die Gitarren, diese Chords, ne, sind auch einmal links, einmal rechts gepannt. Die sind auch anders bearbeitet. Ja, und das klingt hier halt auch nicht so nach Plastik, ne, nach irgendwelchen so billigen Plugins oder so Synthes, sondern recht realistisch, wie ich finde. Und ja, ich mag so Sounds, ich mache das echt gerne, einfach das bisschen organischer, echter klingt. Ich glaube, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber auf jeden Fall durchs Layering kann man da echt coole Ergebnisse erzielen. Dann kommen wir vom Tipp Nummer 4, dem Layern, zu Tipp Nummer 5. Und zwar dem Mixing. Das ist natürlich essentiell, dass wenn ihr Gitarren einspielt oder halt irgendwelche Melodien habt, dass ihr die gut mixt, passend zum Beat. Da kann man nämlich echt viel rausholen, weil so eine Gitarre, ne, also zum Beispiel ein echter Gitarrist, gerade bei einer E-Gitarre,
die reine Gitarre klingt halt meistens langweilig. Also je nachdem, was man halt haben will, was für einen Sound man haben will. Aber die haben ja halt dann noch einen Haufen Effekte, Effektpedale und dieses Ganze. Und dann kann man halt richtig geile Sounds rausholen. Und das kann man natürlich alles im Computer auch machen, in den Plugins. Und ich zeige euch mal ein Beispiel, wo ich halt ziemlich viel noch im Mix rausgeholt habe aus der Gitarre. So klingt die Gitarre ohne Effekte. Klingt schon nice, aber so zum Mix, ich wollte das alles ein bisschen atmosphärischer haben, ein bisschen abgespaceder und dann klingt es danach so. Also das ist schon ein großer Unterschied. Ich zeige euch mal einfach genau die Plugins, die ich benutzt habe. Also erstens wäre der Guitar Rig. So, benutze ich ganz gerne für Gitarren, aber auch für Pads und sowas. Gerade solche Presets, die sind natürlich perfekt dafür. Hier, wie gesagt, hier seht ihr, hier ist ein Haufen Effekte drauf. Und selber würde ich das wahrscheinlich nie so cool hinbekommen. Ich habe da einen Haufen Presets, habe mal auch welche im Internet gefunden. Ich habe ja eigentlich schon viel zu viele. Manchmal sucht man da ewig, bis man was Cooles findet. Ja, auf jeden Fall Guitar Rig ist echt eine coole Sache. So klingt es nur mit Guitar Rig drauf. Könnte man auch so schon verwenden, finde ich nice. Ich habe dann noch ein paar Sachen gemacht. Dann erstmal hier noch ein Low Cut und hier ein bisschen ja, was rausgezogen. Dann hier das LFO Tool. So nimmt man halt auch diesen Anschlag weg von dem Sound, dass es schön weich kommt. Dann ein bisschen Stereobreite, ein bisschen breiter, fetter gemacht. So, dann der Crystallizer von Soundtoys, den muss ich echt gerne, gerade für solche Sounds. Der macht so ganz weirdes Zeugs. Ja, wie ihr hört, da viel Delay und so. Und Delay wird zum Teil noch irgendwie gepitcht oder hier reversed, also umgekehrt. Und dadurch entsteht halt so ein echt interessanter Sound. Dann nochmal ein EQ. Einfach nochmal ein Low Cut. Dann der RC20, sollte mittlerweile jeder kennen. Gibt halt nochmal so ein Vintage-Feeling. Und am Ende noch ein Kompressor. Genau, so kann man halt aus einem einfachen Gitarrensound noch echt viel rausholen. Dafür braucht man jetzt auch nicht unbedingt, ne? Also für die reinen Akkorde hier nicht die krasseste Library. Ich meine, das klingt schon sehr realistisch, diese Gitarre, und angenehm. Schon aus dem Plugin, aber für den Fall jetzt zum Beispiel braucht man jetzt nicht so eine krasse Library mit allen möglichen Artikulationen und weiß ich was, ne? Dann noch zum Mix, was ich da ganz gerne benutze, ist gerade, wenn ich nur eine Gitarre habe oder einen Sound, will die Gitarre oder den Sound halt nach links oder rechts verteilen im Panorama. So, hier zum Beispiel klingt das so. Ist halt recht linkslastig. Was ich dann gerne mache, ich hau das Ganze in ein Delay und verteile es im Panorama, also auf der anderen Seite. Die Gitarre wird nach links gepannt, das Delay nach rechts. Dadurch schließe ich sozusagen die Lücke im Panorama, hört sich einfach an. Es hört ja auch auf der rechten Seite was und so hat man halt nicht so eine, naja, sag ich mal, eine Lücke auf der rechten Seite, ne, dass nicht so linkslastig ist. Was auch noch wichtig ist beim Thema Mixing, das habe ich aber beim Lehren schon gesagt, beim Tipp Nummer 4, das Panorama. Also wenn man zum Beispiel zweimal die gleiche Melodie hat und die unterschiedlich spielt oder ein bisschen versetzt, ein bisschen anders, dass es nicht genau gleich klingt und dann eins hart links pennt und eins hart rechts, hat man einen schönen breiten Sound
ohne dass es wirklich krass Stereo ist. Ne? Es ist immer noch Mono, weil man hat zum Beispiel eine Mono-Gitarre, pennt die nach links und die andere nach rechts. Es ist immer noch alles absolut monokompatibel, aber es wirkt halt breit, weil das eine kommt nur von da und das andere von da. So, das war's mit dem Video. Das waren meine 5 Tipps für bessere und realistischere Gitarrensounds. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder noch irgendwas sehen wollt, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Channel, wenn euch der Content gefällt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche, Freunde. Peace.